Und damit einen wunderschönen guten Tag, Internet. Hallo und herzlich willkommen. Heute steht Yakuza 4 Remastered for Windows 10 auf dem Plan. Wir haben heute den 11. Oktober, für mich weitaus früher. Und wir gehen rein. Euch einen schönen Freitag. Ist es ein schöner Freitag? Es ist ein schöner Freitag und es ist 15 Uhr, ihr steht kurz vorm Feierabend, geil, es sei euch gegönnt und schon mal allen, bevor ich es nachher vergesse, schönes Wochenende, aber nicht vergessen, morgen gibt es Mafia 1 in der Definitive Edition, richtig, und am Sonntag dann Rainbow Billy, ja, also schaut auch gerne die nächsten Tage noch rein. Während ich in Hamburg auf der Polaris bin. Daher wird es jetzt auch übers Wochenende hin keine Livestreams geben, aber ab Montag dann wieder auf twitch.tv/jessineven. Schaut da gerne vorbei. Also, euch jetzt viel Spaß mit Yakuza 4 Remastered. Mir natürlich auch. Ich bin mal gespannt, wie viel mehr Story am Anfang da ist, bevor dann eben das Game auch losgeht und ein bisschen was passiert. Also ich mache jetzt mal Steam zu und alles andere auch, damit wir nicht weiter gestört werden. Kussi und bis gleich. So, Intro läuft schon, aber hier läuft gerade auch was ganz anderes schief, denn das Game hat mich automatisch, und da haben wir zum Beispiel gerade den Protagonisten aus dem 5. auch schon gesehen, das Game hat mich automatisch auf 4K gesetzt, aber hat meine Bildschirm, Junge, da geht's ja böse ab, er hat meine Bildschirm-Resolution nicht anskaliert. Also sehen wir jetzt quasi nur zwei Drittel vom eigentlichen Bild. Das macht die ganze Sache noch wilder. Aber irgendwie passt's auch. Vielleicht ist das auch so. Er hat nämlich gerade im Sega-Intro war das tatsächlich, glaube ich, nur ein Viertel. Also alles sehr, sehr wild. Boah, 10 Milliarden Yen. Das ist ein bisschen, das ist viel Geld. Dafür muss eine alte Frau viel stricken. Das sind leider so Dinge, die kann man dann natürlich auch nicht anpassen. Wird aber wahrscheinlich in anderen Editionen auch nicht anders sein. Hat aber so ein bisschen, könnte auch Final Fantasy sein. Ja, seht ihr, also so sieht es gerade aus. Wir gehen mal kurz. Hier rein. Und ich hoffe, dass er das jetzt anpasst. Was? Es ist jetzt noch größer. Oder? Bordered. Do you want to revert and leave? Scheiße, Mann, wie komme ich denn jetzt hier raus? Scheiße, Alter. Okay, ich muss mal ganz kurz hier ein bisschen rumdoktern. Ah, okay. So, sehr gut. Technik-Geek Niven hat es geschafft mit einer einfachen Kombi Alt plus Enter. So geht das natürlich auch. Wie ist jetzt hier der Status? Hä, ja, okay. Alright, gut. New Game.
Wieder easy. Und damit Let's Go takes place in 2010. Okay. The infamous Loan Shark. Okay. Ich bin wirklich sehr gespannt, ob wir jetzt wieder eine Dreiviertelstunde erstmal in Story-Videos hängen, in der erzählt wird, wer wir überhaupt sind, warum wir sind. Oh, guck mal, das ist jetzt 2 Jahre vor dem nächsten Teil. Und nicht im Dezember, sondern im März. Aber ich habe aber nicht geguckt, ob das auch sich von der Sprache umstellen lässt. Ich bin so ein Kacknoob, ne? Jetzt habe ich ja die gleichen Probleme wie mit dem fünften Teil. Murder Spree Rocks, Serial Killer on the Loose. F. Hey Mann, ich wollte gerade schlafen. Was eine Give-a-Fuck-Einstellung. Scheint wichtig zu sein. Hey, moshi moshi. 今どこにいるんですか？絶対嘘です。どうせ会社にいるんでしょ。もうどうして電話に出てくれないんですか？ちょっと聞いてます？あれ電波悪いのかしら？秋山さん、秋山さん聞こえてますか？ああ聞いてるってば。ごめんごめんって。で何？なんかよ？ ってるんですか？用あるに決まってるじゃないですか。ああ、そうだよね。はいはい。俺が悪かったって。で、何？あのですね。今日は何の日か知ってますか？え？今日？今日は、君の誕生日か何か。違う。いいから壁のカレンダー見てください。 Okay, ich kann halt nichts lesen. あ、週金日。忘れないでくださいよ。別に忘れてたわけじゃないよ。ただちょっと出かけるのためらっていたっていうか、なんかさ。なんか、何なんですか？今日さ、雨なんだよね。 Tja, dick verarscht worden, Alter. Von sich selbst. Und vom Wetter. Hüt 1 live.
Klasse. Und nochmal vom Wetter verarscht worden. GG. Ah, guck mal, das geht aber... Okay, also ich bin ehrlich, es sieht irgendwie besser aus als der fünfte. Vielleicht liegt es daran, ist da irgendwie auf dem Fünfer eine Filmkörnung drauf oder sowas. Plus... Oh shit, man. Plus... Es geht halt direkt los, ne? My name is not old man. I'm Sotaro Komaki. The master of the most esoteric martial arts known to man. Okay. What do you want with me? Simply put, I can sense one's physically ability merely by observing... Okay, es ist aber auch nicht vertont. Das macht es für mich gerade ein bisschen einfacher, einfach auch drüber zu labern. Bin a specially promising specimen hold up. You're not trying to get me to join some kind of cookie dojo, are you? That stuff's not really my style. You needn't join anything, take this. Okay. Okay, also ich habe XP bekommen und kein Shit. Jetzt mal schnell schauen, ob man hier was umstellen kann. Subtitles on. Audio. Nope. Okay, also es ist exakt das gleiche Spiel wie beim Fünfer. Nämlich, man kann sprachtechnisch nichts anpassen. Okay. Ich werde mal jetzt ein bisschen skippen, damit wir vielleicht ein bisschen mehr schaffen als gestern und bei Like a Dragon. Die sind sowieso nur am Posen. Aber er sieht in-game ein bisschen anders aus als in der... In der Cutscene. Nach dem anderen werfen. Alter, habe ich ihm gerade das Steißbein gebrochen? Ah, oh, scheiße, ich wollte ihn auf den anderen draufschmeißen. Ah, der ist einfach vorher gedespawnt. Ah, all tutorial challenges. Quit anyway and continue with the story. Ja. Alright, dann lass uns mal schnell weitergehen. Okay. Er wollte mir kein Geld geben dafür, dass ich jemanden auf die Fresse gehauen habe, also gehe ich einfach weiter. Interessiert mich nicht. So, alright. That was Kido-chan from Kanemura Enterprises. What's got him in a hurry? I should drop in and see what's up. Debt collection can wait. Naja. Sag das nicht einmal, Chef. Oh, old square, sir. Te, Aniki. びしょ濡れじゃないっすか。新井の兄貴は。ああ、
頭なら今柴田の組長さんのお供でそこのビルの見学に行ってますが。カムロ町ヒルズか。ねえ、何でも親父の話じゃ本格的な建設が始まる前に何としてでも柴田君に顔を売らなきゃなんないとかで。上のご機嫌取りか。Ja, oder auch nicht. So. Aniki, どうしたんすか？そんなにイラついて、何かあったんすか？七福通りにエルナードってキャバあんだろ。今あそこに上野の奴らが来てんだよ。上野？上野ってあの上野清和会ですか？8時くらいから2人連れで来て今飲んでる。そうですか。あ、でもただ飲んでるだけなんですよね。なら別に問題ないじゃないですか。暴れてるわけじゃないんですし。Ich glaube, die Games sind auch ziemlich gut, um Japanisch zu lernen. どうしてですか？上野とうちの本家が親戚だってのはお前も知ってんよな。はい。昔、実話系の雑誌で読みました。でも実際には五分五分の関係ってわけじゃねえ。一応親戚である以上、同情会が上野の島に手を出すことはねえ。でもそれは上野清和会が毎月寄付って形で同情会に結構な額の上がりを支払ってるからなんだよ。え？そうなんすか？表面上は対等な立場。でも裏じゃ上野清和会も俺らと同じ参加組織の一部ってわけさ。ま、例えて言うなら、同情会がアメリカで、上野清和会は日本みてえな感じってことだ。え？ああ、すんません。あの、ちょっとよくわかんないっす。だから！まあいい。どっちにしても俺らみてえな三次の組員が知ってても、どうしようもねえ話だからな。兄貴、それでさっきの話なんですけど、上野清和会がうちの上とそういった関係があったとして、それの何が問題なんですか？は？だって上野と東上会は親戚なんですよね。だったら東上会系のうちの店で飲んでても別にいいんじゃないですかね。バカか、お前はここまで話わかんねえのか。だからお前は使えねえんだよ。ああ、秋山さん、どうも。ちょっと間が悪かったみたいだな。寝直そうか。いやいや、大丈夫です。どうぞ、どうぞ。今日は集金日なんだね。回収がてら金村さんに挨拶していこうと思ったんだけどな。どうやら留守みたいだね。ええ、今日はちょっと用事があって出かけてまして。ふん、新井さんもお出かけ中？あ、はい。頭は柴田組の組長と出かけてます。なるほどね。で、さっきの話の続きは？どうして上野清和会の連中が金村工業の島で飲んじゃダメかって話だよ。こいつらに教えてやんなくていいの？ Okay, ich glaube, wir sind schon wieder in so einer Cutscene gefangen, die wieder Stunden durch. あれだけでかい声で喋ってりゃ、隣のビルまで聞こえるさ。Ich wurde dick verkauft, man. お恥ずかしい限りで。おい、兄さん。ま、はい。あんた、新入り？あ、はい。3ヶ月くらいになります。じゃあ1年くらい前まではカムロ町界隈でチンケな窃盗とか強盗とかやってた口？ええ、まあで、新井さんあたりに憧れてこの世界に入ったと。そうです。Ich mag die Gesichtsanimation. そりゃいい。秋山さん、Finde ich sehr authentisch tatsächlich.後でこちらから連絡するようにしますけど。帰るってこと？いやいや、
そういうわけじゃないんですが、親父にもいつ連絡がつくかわかりませんし、こちらもいろいろありますんで。いろいろね。そっか、そうだよね。わかったよ。今日これから大変だぞ。え？あんたらの教会で下の連中が上の島で飲むなんてことはあってはなんないことなわけ。わかる？それは直系団体でも親戚団体でも同じ。例えば君が今からカムル町で一杯やろうと思ったさ、君の親である金村さんのさらに上の親、つまり柴田組の島で偉そうに飲むなんて思うか？いや、それは。そうだろ？そりゃそうだよね。だってそんなことしたら金村の親分さんに恥かかせることになっちゃうかもしれない。それに後で新井さんにどれだけ怒られるか分かったもんじゃない。今回のことも同じだ。あんたんとこのお店に来てるのはあの上の清和会、カムロ町不可侵通登場会との約束破って大門ぶら下げたままカムロ町に来てること自体おかしい話だ。つまりそれがどういうことか分かる？ちょっと秋山さん、どういうことなんですか？それはね、つまりこの金村工業が低く見られてるってことだよ。なあ？きっと上野の連中は金村工業の島の店なら飲んで暴れても大丈夫って思ってんだろうな。いくら金村工業が東上会の下の柴田組、そのさらに下の三次団体とはいえ、それはちょっと舐められすぎだ。ちょっとあんた、うちのことバカにしてんのか？やっと本気になったか。悪かったね、木戸ちゃん。調子に乗っていっぱい喋っちゃって。それでいいんだよ、極道は。え？極道は大門のデカさだけが全てじゃない。てめんところ大門バカにされて頭に来ないようなやつは信用できない。ああ、そうだよな、木戸ちゃん。ええ、まあ。じゃあここはまあ一つカムロ町の平和のために頑張って、あんたらが頑張ってくんないと俺も儲からないしな。ね、兄さん。Okay, der Typ als Charakter gefällt mir. Übelst smart. よし、じゃあ帰るか。それじゃ。ああ、そうだ、キドちゃん。はい。金村さんに言っといてよ。自分とこの組バカにされても怒らなくなっちまったら極道は終わりだって。そんなヤクザまがいのやつにはもう上納金を立て替えるためのお金なんて貸してあげませんよ。金借りるときに約束した条件守ってくださいねって。よっしゃ。いらっしゃったんですか？うん、いたよ。いつから？秋山のガキ帰っただ。しかし困ったもんだ。さっきお前が言ってた上野の奴らの件どうしたもんか。とりあえず新井の兄貴にすぐ連絡を取ります。でも確か新井は柴田の親父と出かけてんじゃなかったのか。連絡取れるまで電話をかけ続けます。そうか。もし上野の連中が暴れたりしたらどうしましょう？そうだな、あまり荒っぽいことになるのは避けた方がいいとは思いますが。新井の兄貴なら丸く収めてくれるとは思うんですが。そうだな、
とにかくことを荒立てたくない。新井に任せると言っといてくれ。よいしょ。わかりました。なあ、うん、さっきの秋山って人何者なんすか？ああ、あれか。Ja, wer bin ich eigentlich? 秋山俊、32歳。天下一通りでスカイファイナンスって店やってる金貸しだ。神室町の駆け込み寺って言われててな。他の店で融資を断られたような奴にまで金を貸し付けてる。闇金ってことすか？まあ本人は闇金じゃねえって言ってるが、やってることは同じようなもんだ。ただまあ違うとこがあるとしたら、他の金貸しと比べて融資の条件が変わってるってとこかな。条件？審査が特殊とかそういうことすか？ああ、あのスカイファイナンスって店じゃ、客に金を貸すかどうか判断するために、融資前に必ず何かしらの条件を客に提示する。その条件ってのがボランティアだの、老人介護だの、とにかく一風変わったもんらしい。はあ、そんなことして何のメリットがあるんですかね？さあな。それに一部の噂じゃ金利すら取ってねえって話もあるぐらいだ。え、じゃあどうやって飯食ってんすか、あの秋山って人は？まあそれは都市伝説みたいな話だろ。秋山さん、実際はちゃんと儲かる仕組みがあるんだろうな。一応さっきうちに来たみたいに、金貸した客が飛ばないようちょくちょく見回りしてるみてえだしな。謎だらけの金貸しっすね。とにかくやつの考えてることはよくわからん。ただ一度秋山から金を借りた人間は二度とやつから金を借りることはねえそうだ。どうして？それもわからん。まあ何にしてもああいう不気味なやつには関わらん方が身のためだってことだ。Okay, sau interessanter Charakter. Krass. Gefällt mir. Zukiatte moratte gokuro datta na. Ja. Ma, ano biru ga dore hodo no mono ka tashikameru koto ga dekita dake demo shuukaku ka. Hm? Omae no keitai ka? Sumimasen. Iya iya.それじゃ今日はとりあえずお疲れさん。うんとうまい飯でも食ってくれ。いただきます、柴田組長。それじゃ。Also bisher muss ich sagen, Story ist auch ähnlich fesselnd wie der Fünfer.Also da haben sie keinen Unterschied gemacht. Jetzt nur bei Like a Dragon, finde ich, ist der Anfang nicht so catchend. Um ehrlich zu sein. Also Like a Dragon fand ich tatsächlich jetzt nicht so... Hat mich storytechnisch nicht so hundertprozentig abgeholt. Fand ich interessant.Okay, die wollen mal wieder auf die Schnauze kriegen. Oh, jetzt kommt noch einer im Anzug dazu. It's time to return the favor. Okay, die gleichen Leute nochmal verprügeln. Mach ich. Alle stehen drumherum. Alle sind gespannt.
Was willst du? Hier, nimm das. Tschüss. Ah, juckt. Wir haben es geschafft. Verpisst euch bloß, Mann! Piss! Jetzt mein Revier! Okay, wo wollte ich denn hin? Da wollte ich runter. Also der vierte geht auf jeden Fall nicht so viel am Anfang auf Story. Ja, war jetzt auch. Definitiv ein bisschen mehr zu tun am Anfang. Finde ich angenehmer. Also generell überzeugt mich gerade der Vierer mehr als gestern der Fünfer. Und beide mehr als Like a Dragon. Geil, Mann. Wir können wieder mit Stühlen gleich schmeißen. Ich sehe schon, komm. Da ist wieder ein Besoffener, der die Mädels anpackt. Der kriegt jetzt gleich erstmal von mir richtig den Arsch versohlt. こんなのこの店じゃ市場価格の4倍は取られるぜ。誰だお前、うん、ボーイって感じじゃねえな。あーうめえ。こんないい酒浴びるように飲むんて本当の酒飲みのすることじゃねえよな。何しかとしてんだよ。俺らんこと舐めてんのか。うん、どこの誰だって聞いてんだよ。おらてめえ何もんだよ。おら voll übergezogen, Mann. よかったぜ、相手が俺で。これがヤーさん相手だったら戦争もんだよ。なんだよこれ。話すと違うじゃねえか。え、話だと。秋山さん、何やってんすか。お前一人か。え、あ、はい。兄貴はまだ時間がかかるみたいなんで。そうか。何てめえらごちゃごちゃ喋ってんだ。そうか、分かったぞ。俺らをはめて戦争を始める気だな。さっきから何言ってんだあんた。うるせえ。こうなりゃこっちも焼けよ。お前らが誰だろうと知ってこっちゃに全員ぶっ殺してやるぜ。てめえ人んちの島で暴れといて何言ってんだこれ。来んなお前は。え、これは俺の件から。この店で起こったことは全部俺とこいつらだけの問題だ。上野とか金村は関係ねえ。秋山さんやっぱり俺らの素性もバレバレってことか。俺はこの町でスカイファイナンスって店やってる金貸しだ。この喧嘩俺が勝手にやってるだけのこと。あんたたちがムカついてから絡んだだけだ。組織がどうこうは関係ねえ。てめえ舐めた口聞きやがっていいね、気合入ってきたみたいじゃないか
久々に本気の喧嘩が楽しめそうだ。ムカつく野郎で。いいだろう。その分かりやすい挑発乗ってやるぜ。こっちはいつでもいいぜ。行くぞ、こんなじゃ。 OK。Dann gibt's jetzt auf die Schnauze, mein Freund. Hier, nimm das. Ich will dir diesen Tisch doch nur verkaufen, Mann. Scheiße, Mann. So, also mit Möbeln kann ich, Alter. Mit Möbeln kann ich, Leute. Ich habe ihn quasi vermöbelt. That shit was dumb. Er hat einfach einen Herzinfarkt. Oh, Aniki. Are ga ueno no renchu ka? Arai-san, chotto kuru no ga osokatta ne. Ha. 相変わらずの強さですね。スカイファイナンスにうちら本職が手出せないのもよくわかる。勝手なことして悪かったね。こいつらちょっとムカついたもんでさ。マン、エディ・ラウチン、ヨング。さすが新井さんだね。こっちの気持ちがよくわかってる。この世界に入って最初に覚えたのがこの動作でしたから。ちゃんと一発で火をつけないと兄さんたちに殴り飛ばされたもんです。そのことじゃないよ。え？なんで俺がこいつらと喧嘩したのか聞かないんだ。うちの親父に金貸した時の条件が関係してるんでしょう。やっぱり知ってたんだ。ええ、秋山さんともあろう人が何の条件もなしにうちの親父に金を貸すわけないでしょう。どんな条件か知ってる？まあ直接親父に聞いたわけじゃないんですが、金村の引退ですよね。俺はさ、あんたならいけると思ってんだよね。道島の竜って言われたあの人の領域に。大かぶりすぎですよ。俺と四代目ではこの世界に足を踏み入れた瞬間から天と地ほどの差があります。俺が金村工業を継いだとこでその差は埋められませんよ。そんなもんなのかね。俺なんか空から金をもらってからあっという間にここまで来たぜ。Ich weiß ja gerade nicht, was ich dazwischen sagen wollte, weil es mich wirklich hart interessiert, was hier abgeht, ne? Hey, 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 hey. 人間、チャンスは突然降ってくる。要は、そのチャンスをもらってから一気に上り詰められるかどうかなんじゃねえのか。三次団体とはいえ、組長は組長。のし上がるチャンスとしては悪くない。あんたも少し真剣に考えておいてくれ。あ！くそ！あいつ。秋山さん、
申し訳ありませんが、ここからは俺たちの仕事です。どうすんだあんた、その拳銃今ここでぶっ放すのか？そんな勇気があんたにあんのか？撃ったらこっちもそれなりの対応をしなきゃなんない。だがこのままおとなしく帰るってなら、この一件はなかったことにする。どうだ？何を偉そうに。こっちは上の世話のメンツがかかってんだ。それは分かってる。だがあんたが撃てば俺も撃つ。なん？あんたらがどうしてこの店で飲んでたのかは問わない。だからその拳銃こっちに渡してくれ。くんな。Digga, habe ich mich gerade erschrocken. Aniki! Aniki! Da ist auch das gar! Aniki! So! Nigen so mich mal! Da. Da ist auch wieder. Wakibara und Gast da der da. Sorry, Limo. Eisrau. So! Junge! Hi! Kokoai. Omaia, Sugni Eisrau, Eugaio. Hi! わかりました。おい、起動。いいか、奴ら捕まえても絶対に無茶な真似するんじゃねえぞ。はい。Digga, okay, Alter. Okay, der Vierer, der huckt richtig. Also, es ist halt jetzt auch gerade echt schlecht für mich in diesem ganzen Konzept. Ich hab's euch gestern beim Fünfer gesagt. War für mich vor einer Stunde. Ich habe es euch gestern schon gesagt, nicht, also in diesem Konzept anspielen, yo, sonst hätte ich das, glaube ich, wieder rausgezögert, aber definitiv sehe ich mich, da das Game nochmal durchzocken, das ist ja übelst gut. Warum hat das niemand gesagt? Niemand auf der Welt hat mir gesagt, spiel Yakuza. Niemand. Nicht die 5 Leute, die es mir gesagt haben, auch der Rest nicht. Okay. Alter, der schöne Anzug, Mann. Voll im Arsch jetzt. So, das ne. Alter. Der Typ ist aber auch ein Macher. Angeschossen worden und geht jetzt erstmal raus. Krass, Mann. Moshi moshi. Na, Hana-chan ka. Dacho! Sachi kara nankai denwa shiteru to omotte. 30 kai wa shitemasu yo. Chanto denwa ni dete kudasai yo. Ah, wari. Ne, nani? 会社に戻ってきてください。取り立て行ってからもう何時間経ってると思ってんですか？何時間くらいだろう。4時間ですよ、4時間。はあ。社長、今何時だと思ってます？12時5分です。もう日付変わってんですよ。世の中は終電の時間なんですよ、知ってますか？ああ、分かった。悪かったって。Es tut uns leid. Es tut uns wirklich, wirklich leid. Das ganze Öl im Golf, das tut uns auch leid. Das tut uns wirklich, wirklich leid. Demai wa kankei nai janai. Kimi ga kuitakute totten da shi. Tonikaku, watashi wa chou tsukarete run desu.わかってるって。だから今日も先に帰っていいって言ったでしょ。どうせ店の鍵は花ちゃんが持ってんだしさ。帰れないから言ってるんです。どうしてよ。ついさっきから店の外で怖い人たちが喧嘩してるんですよ。
喧嘩？いや別に大丈夫でしょ、それくらい。何言ってるんですか？私レイプとかされたらどうするんですか？レイプ？君が？Ich mache aber, glaube ich, Folgendes: Nach dem Telefonat werde ich diesen Part beenden, denn ich bin ein bisschen arg hooked und möchte auch nicht unbedingt, dass die Zeit sich tatsächlich noch länger verlängert. Deswegen jetzt auch nochmal von mir, genau wie gestern die Ansage: Wenn ihr Bock habt auf die gesamte Yakuza-Reihe, gerne Daumen hoch bei dem Video. Runter kommentieren, ey yo, Niven, geiler Typ. Bitte spiel Yakuza, gib voll Let's Play oder whatever. Und dann werde ich die Yakuza-Reihe auf jeden Fall mit einbeziehen. So, Gott, direkt hektische Musik, was geht hier ab, Mann? Ja, also ich bin definitiv von der Reihe angezeckt. Mega gut, dass ich jetzt halt eben die Gelegenheit habe, das ganze Game mal über den Game Pass anzuprobieren oder anprobieren zu können. Jetzt bin ich angezeckt und jetzt möchte ich ganz gerne auch weiterspielen, aber wie gesagt, ich will jetzt auch mich nicht dann irgendwie für 2-3 Wochen, Monate, keine Ahnung, dann da rausziehen und dann weiß ich nicht mehr, was war. Also ich werde eh nochmal komplett dann neu anfangen mit euch. Ja. Gute Sache, auch hier wieder, ich habe es gestern, glaube ich, vergessen zu sagen, diese ganze Oktober-Challenge ist nicht gesponsert von Microsoft. Xbox hat da auch gar nichts, das ist ein reines privates Ding, weil ich einfach den Game Pass feiere und ich finde es wichtig, dass wir eben die Möglichkeit haben, Videospiele auch mal eben antesten zu können. Und ihr seht es jetzt, das ist ein verdammt gutes Beispiel an gestern und an heute, dass ich einfach mal sagen kann, so okay, geil. Ich fühl's. Like a Dragon hat das Gefühl bei mir nicht erweckt. Aber jetzt mit Yakuza 4 und 5, das fühle ich komplett. Da habe ich mal Bock drauf. Und ich hoffe, ihr habt da auch Bock drauf. Wie gesagt, wenn ihr da mehr zu sehen wollt, Daumen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst gerne ein Abo da. Und vieles, vieles mehr. Dankeschön auf jeden Fall fürs Einschalten. Ich freue mich auf jeden Fall auf 2025, da werde ich mir dann wahrscheinlich die Reihe mal vornehmen. Wie gesagt, sofern bei euch da Interesse besteht. Also, Dankeschön fürs Einschalten. Ich bin Jesse Nieden. Und was hatte ich jetzt gesagt? 11. Ich bin am Montag. Am Montag bin ich wieder für euch auf Twitch live. Euch also jetzt ein schönes Wochenende. Gehabt euch wohl. Kussi und bis dahin. Haut rein.